Hallo und herzlich willkommen bei Was ist neu in Sons of the Forest? Ich bin die Axt im Walde und gemeinsam gucken wir uns die wichtigeren und größeren Neuerungen aus dem Patch 08 der vergangenen Nacht an. Bevor es aber losgeht, gibt es eine kleine Korrektur zum Video über Patch 07. Wir haben ja dieses Gedöns hier gebaut, wo ich gesagt habe, oh, mir ist das noch gar nicht aufgefallen, dass das hier einen Unterschied macht und die Ziplines nun auch an großen, kleinen, kürzeren, längeren Baumstämmen und Steinpfeilern befestigt werden können. Ja. Genau das Gegenteil ist davon der Fall. Ich habe die Patch Notes einfach falsch gelesen. Ja? Denn es geht, oh, Kevin ist hier, denn. Ja, den brauchen wir heute sogar noch. Das ist gut, ja. Sondern es geht darum, dass über die Ziplines nun jegliche Längen von Baumstämmen und auch die Felsen hier transportiert werden können. Ja, darum geht es eigentlich. Ups. Das heißt, ja, die halten die Viertel, die Dreiviertel und auch die Felsenstücke. Ja, soweit zur Korrektur. Ja, das heißt, wir legen nun los. Aber bevor wir auch hier loslegen, ganz wichtig, es wird einige Spoiler geben. Ja. Zuerst legen wir los mit der Theoriestunde, denn da gibt es ein paar gute Dinge, die erwähnenswert sind, beziehungsweise ich nicht zeige oder auch nicht zeigen kann. Ja, Abwehrwände sind nun viermal robuster als bisher. Die Tierköpfe, also die Tierkopftrophäen, die kann man nun schütteln, wie auch das Kreuz ist das. Und ich weiß nicht, man kann definitiv noch was anderes auch hier so schütteln, rütteln und nach vorne dann halten. Wenn Elche wütend sind und die Spielfigur ist in der Nähe, kann es vorkommen, dass ein Elch die Spielfigur tritt. Bei Kevin ist es nun so, wenn man ihm die Anweisung gibt, er soll Bäume abholzen und Baumstämme besorgen, kann es sein, dass es vorkommt, dass er die Arbeit hier verweigert, aus dem Grund, weil hier in der Umgebung keine Bäume wachsen. Ja. Es gibt zahlreiche Verbesserungen beim Serverbrowser, einige grafische Anpassungen und die Entwickler haben hier diesmal ein bisschen was umgestellt aufgrund der negativen Rückmeldungen von einigen Spielern, die meinen, ja, die Raids, also die Gegnerangriffe, kommen viel zu häufig oder viel zu stark, wie auch immer. Und da meinten die Entwickler, okay, wir machen das so. Umso mehr Gegner getötet werden, umso we weniger kommen auf euch zu. Gebt uns bitte in den Steam-Foren Bescheid, wie euch das gefällt und wie ihr damit langkommt. Ja. Gut. Legen wir los. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welcher Hotkey-Taste ich eigentlich was drauf habe. Das braucht man nämlich später alles noch. Mit dem Kochtopf geht's los. Ja, mit dem leiten wir hier den praktischen Teil heute ein. Ich habe ja letztens hier festgestellt, dass die Animation einfach falsch ist vom Kochtopf. Wenn man den mit Wasser füllt, dann kommt die Animation mit den Händen, wo als ob der Charakter etwas trinken möchte. Das haben die Entwickler hier behoben. Ja. Kleinigkeit gefällt mir aber gut und ist auch, denke ich, zum Einleiten ganz gut. Die nächste Neuerung, die ich zeigen werde, ist etwas, das ich einblende. Die Entwickler haben hier in der Endsequenz im goldenen Würfel einen Countdown eingebaut, eingeblendet, ja, zusammengeschnitten. Zeige ich euch nun die Momente, wo man den Countdown auch sehen kann. Das sind hier so, wie ihr seht, komische Zeichen. Und ist auch ganz merkwürdig irgendwie, denn er scheint entweder nicht aufzuhören oder aber erzählt bereits den neuen Zyklus. Ja, ist möglich. Oh. Für die nächste Neuerung begeben wir uns an einen anderen Ort. Jo, hier angekommen, das hier bei der Pistolenbucht sozusagen. Steht ja hier drüben auch ein Radio. Und genau darum geht's in dieser Neuerung, denn man kann hier, ja, könnte ich das gesehen, du kannst nicht mehr tragen Radios. Also ich kann nicht mehr Radios tragen. Es ist ab nun möglich mit einem Patch 08, dass man die Radios aufnehmen kann, aber ich habe genau diesen Radio aufgenommen, dann gespeichert
Ja, und anscheinend ist das so, dass die auch alle neu spawnen. Ich habe auf jeden Fall dieses Radiostück bereits in meinem Inventar und kann nichts anderes tun, außer den Radio auszurüsten. Mit dem laufe ich jetzt ein bisschen weiter weg vom anderen Radio. So, linke Maus. Ja, da kommt auf jeden Fall Ton raus. Linke Maus. Das rechte Maus. Aus. Ja, linke Maus ein. Gut, okay. Was nicht möglich ist, ist, dass ich hier das Radio abstelle. Wie ihr seht, die Taste zum Abwerfen von Gegenständen lässt das Radio einfach hier im Inventar wieder verschwinden. Ja, gibt auch die Möglichkeit, das wisst ihr vielleicht, dass man Kevin hier anweist, das Radio aufzunehmen und mitzuschleppen und dann abzuwerfen, wo auch immer man es abgeworfen haben möchte. Aber auch hier, das wird nicht mitgespeichert. Ja, aber wie gesagt, ist neue Spielfigur, kann nun Radio aufheben, mittragen und während dem Spazieren gehen ein bisschen den Klängen aus dem Sons of the Forest Soundtrack lauschen. Für die nächste Neuerung steht auch ein Ortswechsel an. Das heißt, bis gleich. So, meine Lieben, wir sind hier angekommen in einer der Höhlen. Ach, was heißt hier Höhlen? Der Höhleneingänge zu einem Bunker. Und da drin, gleich hier, ist auch die nächste Neuerung, die wir uns angucken möchten. Denn mit dem 3D-Drucker lässt sich jetzt, na, wo ist es? Richtig, das GPS-Gehäuse herstellen. So, braucht er ein bisschen Saft? Weiß nicht, hat genug. Ja, sieht gut aus. Den drucken wir jetzt erstmal. Den GPS-Gehäuse, so heißt es natürlich nicht. Das GPS-Gehäuse drucken wir uns jetzt erstmal aus. Es dauert auch nicht lang. Und futtert auch gar nicht viel Druckerharz. So, neue Anleitung im Inventar verfügbar. Ja. Hier oben ist es drin. Das 3D-gedruckte GPS-Gehäuse können wir aktuell nur kombinieren. Und dann gucken wir mal, was wir brauchen. Draht, eine Platine, Batterien. Ja, welche Überraschung habe ich vorbereitet? Ne? Leiterplatte oder Platine, Batterien und Draht. Ja, von jedem eins. So, kombinieren. Was macht er hier? Ein bisschen so Zauberermagie. Und da haben wir es auch schon. Einen neuen GPS-Peilsender, den wir hier dazu packen können und natürlich auch verwenden. Der nächste Schritt führt uns wieder in einen Bunker und das heißt, wir sehen uns gleich. Jo, hier sind wir wieder in einem anderen Bunker und was die Entwickler hier neu eingebaut haben, das hört ihr vielleicht im Hintergrund, das sind Ansagen. Ja, das sind jetzt hier drüben so Monitore, ach, Monitore, Lautsprecher montiert worden und da kommen zwischendurch immer wieder mal Ansagen raus. Genauso wie es auch sein kann, dass hier ein bisschen Musik aus dem Sons of the Forest Soundtrack gespielt wird. Ja? Und jetzt warten wir ein bisschen, bis die Ansage kommt, beziehungsweise die zwei Ansagen. Welcome, valued guests. We hope your stay is comfortable. Please contact the facility manager if you require any further amenities or services. Ja, das sind sie auch gewesen, die zwei Ansagen. Ich guck mal, ob ich vielleicht die Lautstärke ein bisschen erhöhen kann im Videoschnitt, damit man da mehr verstehen kann. Beziehungsweise der zweite Teil ist auf jeden Fall irgendwas Asiatisches. Genau. Und welche Überraschung, wir machen wieder einen Ortswechsel. Die nächste Neuerung betrifft den Golfwagen. Ja, man sieht das auf den ersten Blick, dass hier statt dem, weiß nicht, dem Hinterdings, was da dran war, jetzt zwei Sitze sich befinden. Das heißt, insgesamt können mit dem Gerät dann vier Spieler fahren bzw. mitfahren. Was aber nach wie vor nicht möglich ist, ist das Ausrüsten von Gegenständen oder eben auch das Auspacken bzw. Benutzen eines GPS-Gerätes. Ja, ich bin gerade drin gesessen. Ja, das
Deswegen hier die zweite Neuerung für den Golfwagen. Hat hier vorne Lichter dran bekommen, also die hat er schon gehabt, ne? Aber die leuchten jetzt. Wir gucken uns das Gesamte auch mal bei ein bisschen Dunkelheit an. So, Golfauto hier und oben gut eingestiegen. Und so sieht es dann aus, wenn man fährt. Viel sehen tut man nicht. Das kritisiere ich ehrlich gesagt schon. Ich habe mich jetzt gerade hier an dem weißen Golfauto orientiert, aber tatsächlich ist es so, dass ich keine Ahnung habe, wo ich hinfahre. So von außen, ne? Ist eigentlich ganz schick. Machen wir zurück. Ja, sind wir nicht so schlecht gefahren, aber trotzdem viel gesehen habe ich nicht. Ja, wir könnten hier bleiben, aber ich denke, wir wechseln woanders hin, wo wir die nächsten Neuerungen ein bisschen besser betrachten können. Jo, wir befinden uns wieder in der Nähe des, ja, wobei es ist noch immer die Pistolenbucht und die Entwickler haben hier zwei neue Dinge eingebaut, die man bauen kann. Das erste ist eine neue Falle. Ja, die finden wir im Buch auf der linken Seite bei den Fallen. Und der eine oder andere, ja, dem werden hier die Erinnerungen ein bisschen hochkommen. Hier wird auch in der deutschen Version die Falle als Hokey-Pokey-Falle bezeichnet und ist ja eigentlich die, ja, in the Forest war es die Steinschwungfalle. Hier ist es aber die Stachelsteinschwungfalle, ja, nicht zu verwechseln mit dem Stachelschwein. Es ist die Stachelsteinschwungfalle. Die bauen wir jetzt erstmal auch. Ja, so, wie willst du hin? Oh, lassen wir mal so stehen. Was will er haben hier? Sechs Stück Baumstamm. Bisschen Seil, bisschen Steine und auch Stöcke. Rein damit. Weg damit. Seil 1, 2, 3. 3, glaube ich, denke ich, waren das jetzt eben. Egal. Stein. Und die Stöcke und dann ist er auch schon fertig. Ne? Ja, ich habe versucht, das selbst auszulösen, geht nicht. Ist gut. Der Kevin war hier auch irgendwo beim Test und ist dann auch hier durchgelaufen. Hat es auch nicht ausgelöst. Ja, deswegen werden wir uns hier einen Gegner holen. Nehmen wir einfach so einen. Muss ich aber hier den Ghost Mode ausschalten. Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Haha. Oh, der braucht wieder so ewig, ne? Bis er hier irgendwo. Ja, kommst nicht. Komm, löst die Falle aus. Gucken wir mal, ob der das besser hinkriegt als die anderen. Ah, komm, ein bisschen noch, ein Stückchen noch. Gut sieht's aus, wenn es dann in Aktion ist. Ja. Und ein bisschen umständlich, man kann hier nur an der Stachelkugel das Ganze zurücksetzen. Ja. So, dann bauen wir auch direkt mal das nächste. Nämlich dazu benötigen wir einen regulären Zaun, den die Entwickler haben hier eingebaut. Den Elektrozaun. Ja. Nee, das wollte ich nicht. Genau, was kann man jetzt mit hier dem Zaun so machen, dass er zum Elektrozaun wird? Man nimmt hier einfach die Drähte raus und verlegt die dann direkt hier an
den aufgebauten Zäun. Ja, wir brauchen noch was, das baue ich auch ganz flott. Keinen Moment. Jo. Auf diese Plattform legen wir nun ein Solarpanel. Das hat unter anderem auch einen eigenen Sound bekommen. Ja. Hier wegwerfen kann ich es jetzt nicht. Ja, aber man hat es gehört, nochmal kurz. Ja. Und dann nehme ich einfach wieder den Draht. Und auch hier haben die Entwickler was eingebaut. Wie nannten die das hier irgendwie? Ich denke mal so Freiformen oder so ähnlich. Ihr seht das auf den Zäunen, wenn hier Draht gelegt ist, bekomme ich hier so ein zusätzliches Symbol. Machen wir hier am Ende am besten dran. Das bekomme ich auch, denke ich, nee, noch nicht. Erstmal Draht dran machen, genau. Und dann bekomme ich das auch hier auf der jeweiligen Plattform. Ja, hier drüben. Ich mache einen Linksklick, ziehe das dann hier rüber, zum Beispiel hier. Und dann sind die auch direkt verbunden. Und kurze Demonstration. Ja, hier hinten. Ja, läuft also ordentlich. Jetzt können wir gucken, ob wir... Was war es denn für ein... War hier. Ob wir das auch so erweitern können? Denke ja, ne? Ja, das funktioniert überall. Und natürlich sind wir testungsfreudig. Das heißt, wir nehmen ja, den gleichen wieder. So, komm, was macht er hier jetzt? Und vor allem, wie lange braucht es, bis er fertig geputzelt ist? Komm, rüber. Ist nicht? Ja, ich habe die jetzt nicht verstärkt. Das lassen wir, denke ich, auch zum Test mal so, dass die nicht hier der Zaun nicht verstärkt ist. Komm, lauf rein jetzt. Ja. Ja, da wäre ich auch aufgeregt, ne? Komm, probier's nochmal. Ja, in der Zwischenzeit bin ich reingelaufen und habe den Flott wieder aufgebaut und ihr habt das gesehen. Jetzt musste ich noch einmal mit dem Draht ran, damit der Strom auch wieder durchgehend lief. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal abgeprotzelt. Ja, und ja, das war's. Das war's. Hat ein bisschen gebraucht, ne? Und jetzt kommt ein guter Test dran. Wo ist er hier? Das Ganze testen wir hier mit dem Wurm aus. Komm, Würmchen. Ja. Ja, das hier besonders effektiv, weil er eben drin hängt und sich durchgehend bewegt. Okay, und hier haben wir auch den Beweis. Am besten ist es dann doch, den Zaun noch hier zu verstärken. Aber ja, das hält auf jeden Fall einige Gegner ganz gut auf, vor allem die, die einen ziemlichen Schaden hinterlassen können. Ja, und die nächste Neuerung, die werden wir uns auch an einem anderen Ort angucken. Ja, und den die danach eigentlich auch und die danach auch. Ja gut, aber nö, eben bis gleich, ne? Ja, es ist mittlerweile tiefster Winter. Wir befinden uns auf einem der zugefrorenen Seen und erwarten hier auch die Ankunft von Kevin. Ja, warum tun wir das? Ist ganz einfach zu erklären. Die Entwickler haben Kevin und Virginia mit dem Patch 08 die Möglichkeit gegeben, schwimmen zu können. Das heißt, wenn sie in Gewässer geraten, die tief genug sind. Nee, komm, du bleibst mal schön da. Ja, ich habe hier den Run Speed erhöht, den werden wir brauchen. Ach ja, war für ihn beeindruckend genug, hier vorbei zu flitzen. Auf jeden Fall, wenn sie hier in Gewässer geraten, die tief genug sind, um schwimmen zu gehen zu müssen, ja,
können Kevin und Virginia nun schwimmen. Ja, das demonstrieren wir, indem ich das Wetter wieder zurückstelle auf Frühling. Kurz mal hochfliege, bis das Wasser weg ist. Genau. Sehr gut. Und dann können wir ihm gleich zugucken. So, mit der Geschwindigkeit runter. Wo ist er? Kevin, wo bist du? Hier ist er. Ja, hier können wir ihm zugucken beim Schwimmen. Ich habe Follow Me eingestellt, das heißt, also ihm gesagt, folge mir. Und so schwimmt Kevin. Ich blende euch im Vergleich dazu ein, wie Virginia schwimmt. Ja. Und ihr werdet das auf jeden Fall gleich, denke ich, auch feststellen können. Kevin schwimmt wie ein Hund und bei Virginia ist es mehr wie ein Oktopus. Ja, die braucht gar keine Arme, die nimmt einfach die gefühlten 8 Beine, wo sie nur unter Anführungszeichen bei hat, und ja, macht sich so das Leben einfach. Komm Hundi, komm, komm. Braves Hundi. Da kommt das Hundi aus dem Wasser. Gut, aber damit genug. Wir kommen zur nächsten Neuerung. Das ist die letzte Neuerung vor der letzten Neuerung. Und auch hier, wir machen wieder einen Ortswechsel. Ja, wir befinden uns hier im letzten Bunker. Und das tun wir aus dem Grund, weil es eine neue Videoaufnahme zu finden gibt. Ja. Und diese Videoaufnahme liegt hier direkt am Boden, ja, wo alles blutverschmiert ist. Und was haben wir hier eigentlich? Oh, ja genau, hier gibt es auch eine Leiche. Ist ja, der hat auch auf jeden Fall was abgekriegt. Ist die Frage, ne? Sieht mir zivil aus? Ja. Nehmen wir auf jeden Fall das Ganze in die Hand und gucken es uns an. Die 大屏幕，这里我们有传统风格的浴缸，还有，不要，快走，快走！Okay, in Ordnung. Gucken wir es nochmal an. 光线充足，距离其他客人非常近，但都是 nochmal zurück. Viel Licht, nahe zu den Gästen, anderen Gästen, aber es sind alles Leute mit einem hohen Eigenkapital, Gewichtstraining, Cardio, alles um dich fit zu halten, wie eine kleine Stadt. Billardtisch, Spiele, großer Bildschirm und ein traditionell inspiriertes Bad. Gut, gehen wir davon aus, wenn das hier der Tote ist, dass die wohl eine Angestellte gewesen sein muss, die, ich weiß nicht, dem Typen das vorgestellt hat. Wohl dieses Apartment hier, ne? Dass es viel Licht hätte, nahezu den anderen Gästen ist, aber alle eben mit einem hohen Eigenkapital hier langkommen. Und wie eine kleine Stadt, dass man hier alles hat. Und dann sind sie hier ins Badezimmer gegangen. Und ich denke mal, da stand zumindest ein, so ein Sons of the Stars. Und sieht halt nicht, was er gemacht hat. Sie ist auf jeden Fall ja, stark erschüttert gewesen. Er ist abgehauen, aber ich denke mal, dann hat es eben geknallt. Ja, nochmal kurz gucken, ne? Ja, so sieht tatsächlich aus. Das ist eben das neue Video, das gefunden werden kann. Und auch hier diesmal zur letzten Neuerung machen wir einen Ortswechsel. So, meine Lieben, in der Nähe der Höhle mit dem Tauchgerät, denke ich, werden wir uns die letzte Neuerung angucken. Da gibt es allerdings eine kleine Voraussetzung dafür, dass man hier dieses Ereignis, sag ich mal, regulär im Spiel auslöst. Ja. Die
Anforderung hierfür ist, dass man das Spiel durchspielt, ja, und dann auf der Insel verbleibt. Ab diesem Moment kann es dann vorkommen oder soll es vorkommen, dass wir die Rückkehr eines Mutanten aus The Forest erleben. Ja. Ich habe das heute auch gemacht, ja, durchgespielt und bin da ein bisschen rumgelaufen, in der einen oder anderen Höhle gewesen und auch hier auf der Insel rumgeflitzt. Aber ich gebe das zu, ich habe jetzt nicht wirklich intensivst danach gesucht. Das heißt, wir werden uns diesen rückkehrenden Mutanten, ja, über die Konsole einfach rausholen. Das heißt, Add Character und dann klopfe ich hier den Namen rein von dem Tierchen, das ich haben möchte. Ja, und ihr kennt ihn alle. Das ist hier der Armsi. Liebevoll habe ich gesagt hier, liebevoll auch als der Trompetenrüssler bezeichnet. Er ist wieder zurück und sieht besser aus als jemals zuvor. Ja. Komm, lass dich mal angucken hier ein bisschen. Ja, der Sonne entgegen. Oh, schick sieht er aus, ne? Wow. Wow. Ja, da kannst du wütend sein, ne? Er ist auch recht stark. Das zeige ich gleich dazu. Holen wir einen so mal her, den Gegner. So einen normalen. Denn er hier, ja, der macht sich direkt in die Hosen. Welch Verwunderung, ne? Komm, Armsi, zeig mal. Ja, das war's, ne? Nehmen wir so einen anderen. Und der hält auch einiges aus. Wobei, ja, nach zwei Schüssen mit der Schrotflinte ist es dann auch soweit. Ich demonstriere es nochmal, damit man sehen kann, es waren jetzt nicht die Gegner, die ihn davor schon erwischt gehabt haben, sondern zweimal hier. Nee, doch, wow. Was? Ich habe das heute probiert, zweimal bereits. Da haben zwei Schüsse direkt gereicht. Man macht ja nichts, probieren das nochmal. Ist ja gut, wenn man was rausfindet. So. Da muss wohl. Oh, jetzt noch dreimal. Okay, ja. Ist wohl von irgendwas abhängig, man weiß es nicht. Ja, aber auf jeden Fall wissen wir es nun, dass es doch nicht immer zwei Schüsse aus der Schrotflinte sind. Und damit sage ich auch vielen Dank fürs Zugucken, denn das waren die größeren und wichtigeren Neuerungen aus dem Patch 08 von Sons of the Forest. Na? Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.